Hallo, liebe Backfreunde, wir machen Kaffee-Kakao-Taler mit Nougat-Sahne. Zuerst schmelzen wir 75 Gramm Nougat in 200 Gramm Sahne. Die Sahne mindestens 8 Stunden kühlen. Wir nehmen 150 Gramm Butter und einen Teelöffel Instant-Kaffee. Und 30 Gramm Schokoraspel. Dann sieben wir 160 Gramm Mehl hinein40 Gramm Puderzucker und 30 Gramm Kakao. Dann alles zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde in den Kühlschrank geben. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Fläche ausrollen. Und Kreise mit 3 cm Durchmesser ausstechen. Die Plätzchen 12 Minuten backen. Wenn die Plätzchen abgekühlt sind, die Nougat-Sahne steif schlagen. Einen Klecks auf einen Keks spritzen und dann einen anderen als Deckel darauf legen. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Ich sag danke und bye bye. Schaut mal bei uns rein. Wir haben ganz viele Playlists. Die Rezepte sind nach Kategorien, Festtagen und Kontinenten sortiert. Da ist für jeden was dabei. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Danke, ciao, ciao.